Wir sind Mira und Fabian und wir sind vor über 500 Tagen ins Vanlife gestartet, in der Hoffnung auf ein freies und glückliches Leben on the road. Aber in Wahrheit haben wir uns immer getrieben gefühlt, sind nie richtig angekommen und oft an unsere mentalen Grenzen gestoßen. Ich bin nicht gut drauf. Alles scheiße. Aber in dieser Woche versuchen wir mal, alles richtig zu machen. Können wir das schaffen oder verfallen wir wieder in alte Muster? Einen wunderschönen guten Morgen aus Spanien. Spanien. Wir sind gestern von Frankreich losgefahren und nach Spanien rübergefahren. War relativ unspektakulär, Die Fahrt, würde ich sagen. Vor der Grenze gab es ein bisschen Stau. Warum auch immer, weil es gab keinen Grenzposten. Aber da war so eine Stadt, wo einfach eine Straße durchging und links und rechts so viele Läden, so ganz typische Läden, die so an der Grenze stehen. Und wir dachten uns so, hä, warum? Voll komisch. Es war massigst los. Und dann irgendwann sind wir da durchgekommen. Dann waren diese Grenzhäuschen nicht mal besetzt. Das war gar nichts. Wir sind einfach drüber gefahren. Und dann waren wir in Spanien, haben dann gestern noch eine SIM-Karte gekauft, was haben wir noch gekauft? Wir haben was Lebensmittel. Gegessen. Haben was gegessen, haben Lebensmittel eingekauft und sind dann heute hierher gefahren, wo wir heute früh schon den Strand genossen haben. Und wir haben uns so gefreut, endlich wieder am Meer zu sein. Und haben jetzt aber schon unseren Rucksack gepackt und werden heute einen kleinen Ausflug machen. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Let's go. Wir sind jetzt in dem kleinen Städtchen Belgur. Belgur. Das hat uns der Joachim empfohlen. Und wenn der Joachim uns das empfiehlt, dann ist das mit Sicherheit schön. Und wir statten diesem Städtchen jetzt mal einen kleinen Besuch ab und freuen uns sehr, durch die Gassen zu ziehen. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Belgur ist ein nettes kleines Örtchen und ich würde sagen, ein Hoch auf die Nebensaison. Oh ja, es ist wirklich krass. Ihr habt es ja gesehen, die Gassen sind menschenleer. Wir sind teilweise die einzigen auf so Straßen und wir haben uns gedacht, im Sommer ist es bestimmt hier rappelvoll und ich frage mich immer wieder, wie das wohl ist, in so einem Haus zu wohnen, in so einer Straße, so direkt in so einer Gasse, in so einem krass touristischen Ort in der Altstadt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss doch so verrückt sein, wenn da tagtäglich Tausende von Menschen vorbeilaufen und Fotos von deiner Tür machen und also ganz crazy. Aber wir genießen es sehr, dass jetzt hier so wenig los ist und
freuen uns, dass wir diesen kleinen Abstecher gemacht haben. Die Burg da oben, da ist zwar nicht viel Burg zu sehen, aber es ist eine mega Aussicht. Also hat sich gelohnt, der Stopp. Ja, ich hab Schluck auf. Und was hast du uns jetzt noch rausgesucht? Kein Eis. Schade. In Belgur haben wir nämlich kein Eis gegessen, weil ich es nicht eingesehen habe, für eine Kugel 2,90 Euro zu zahlen. 2,90 Euro! Du Knauser! Ich komme aus Zeiten, da hat die 60 Cent oder 50 Cent gekostet. Ich kann mich auch an 70, 90 Cent erinnern. Okay, aber wo sind ihr, wir hier jetzt? Könnt euch wahrscheinlich sogar an 40 Pfennig erinnern oder sowas. Willst du damit sagen, unsere Zuschauer sind alt? Also ich glaube, ein Teil unserer Zuschauer könnten auf jeden Fall unsere Eltern sein und eine andere unsere Großeltern. Schreibt mal in den Kommentar, wenn das so ist. Okay, wo sind wir jetzt? Am Strand von Belgur. Ist jetzt gerade leer gegangen und wir haben sie fast nicht mehr aus der Luft bekommen, weil wir sie nicht mehr gesehen haben und es hier doof zu landen war. Und jetzt haben wir sie an unserem Ursprungsplatz landen lassen und da kamen lauter Leute und die Mira musste sie holen. Wahrscheinlich kommt die Mira jetzt und erzählt, wie unangenehm ihr das war. Wäre mir aber auch unangenehm. Um das kurz zu erklären, der Akku hat sich langsam dem Ende geneigt und leider konnten wir die Drohne durch Sichtkontakt nicht finden und sie dementsprechend nicht manuell dort landen, wo wir gerade standen. Das ist noch ein Anfängerfehler. Aber die Drohne hat eine Funktion, dass man sie dort landen lassen kann, wo man gestartet ist. Es ist nur dann blöd, wenn man nicht mehr an dem Ort ist, wo man sie gestartet hat. War dir das jetzt unangenehm? Ein bisschen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt zu spät komme, dann landet die da und die Leute stehen da. Ich meine, die waren jetzt alle super nett und fanden es cool und so. Kamera läuft, ist das Absicht? Ja, ich hab so ein Intro gemacht. Ich dachte, du fällst aus allen Wolken. Wieso? Weil das so out of your comfort zone ist. So, da kommen die ganzen Leute und die Drohne landet. Ja, wow, scheiße. Müssen wir dir da hinten so eine kleine Powerbank draufschneiden. Du bist doch zum Eis gekommen jetzt. Das ist eine Bombe, ne? Wir sind jetzt tatsächlich wieder am gleichen Spot gelandet, wo wir heute früh auch losgefahren sind. Wir haben einen Rundkurs gemacht. Sozusagen eine kleine Rundfahrt. Und haben ja einfach gedacht, wir fahren da wieder hin. Da war es ganz ruhig. Das ist so ein Parkplatz, der wahrscheinlich in der Saison ziemlich, da ist ziemlich viel los. Da ist wahrscheinlich richtig voll. Und da kann man auch in der Saison nicht mit dem Wohnmobil stehen. Aber jetzt in der Nebensaison wird es toleriert. Solange man halt
ja, auf einem Parkplatz steht und nicht Tische auspackt und so weiter und so fort. Und das machen wir ja nicht. Und deshalb freuen wir uns jetzt, hier direkt am Meer zu bleiben. Und ich freue mich schon so sehr, morgen meine Yogamatte mit an den Strand zu nehmen und hier mal wieder am Meer Yoga zu machen. Richtig schön. Ansonsten passiert heute nicht mehr so viel, weil wir haben ja ganz schön viel heute erlebt. Ja. Wenn man so unsere Verhältnisse kennt. Wir genießen jetzt den Sonntagabend und kuscheln uns in den Van. Und bis dahin genießen wir noch kurz den Sonnenuntergang und das Meeresrauschen. Da hinten ist er. Film ihn mal. Komm, ja, film ihn. Los, ja, film ihn jetzt. Film den Sonnenuntergang. Mach ich doch. Jetzt geht es gleich an die Arbeit, aber bevor es losgeht, haben wir noch einen Kracher für euch. Und zwar, ihr wisst ja, wir nutzen schon länger EcoFlow und sind richtig happy. Und eine Sache, die für uns, sage ich mal, das Ding schlechthin ist, sind die Power Stations. Wir haben ja die River und die nutzen wir täglich. Und was richtig cool ist, jetzt sind ja diese Black Weeks und wir haben einen richtig geilen Deal ausgehandelt mit EcoFlow, nämlich 8% mit unserem Gutscheincode. Das heißt, wenn ihr schon länger überlegt, euch so Powerbox zu holen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich meine, sind wir ganz ehrlich, die kosten einfach ein bisschen Geld und 8% macht da was. Es gibt noch ein kleines Zuckerl, nämlich dieses oder ein ähnliches Licht. Wir haben das auf einer Messe von EcoFlow bekommen für Content Creator und haben immer gesagt, wieso verkaufen die das nicht? Weil das ist so cool, das ist dimmbar, magnetisch, ist als Powerbank nutzbar. Und jetzt verschenken sie es. Wichtig, das ist limitiert auf die ersten 80 Bestellungen und die ganze Black Week ist limitiert. Das heißt, wenn ihr euch so ein Ding holen wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und jetzt geht's an die Arbeit. Hilft ja nichts. Wir leben ja jetzt schon seit über einem Jahr im Van und haben das große Glück, selbstständig arbeiten zu können mit den Dingen, die uns Freude bereiten. Aber trotzdem habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten oft nicht wirklich frei und glücklich gefühlt. Wir haben einfach so viel gearbeitet. Alltagsdinge dauern im Van einfach doppelt so lang wie in einem Haus. Und ganz oft haben wir es auch nicht geschafft, das Reisen wirklich zu priorisieren und einfach schöne Dinge zu erleben. Und wenn ihr unsere Frankreich-Videos gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass wir von unserem neuen Freund Joachim sehr inspiriert wurden und von ihm nochmal gelernt haben, das Leben auch zu genießen. Und ich habe richtig gemerkt, dass mir der Tag gestern mit all seinen schönen Momenten und Erlebnissen so gut getan hat, weil ich richtig glücklich und erfüllt war. Und dadurch habe ich mich endlich mal wieder wirklich auf eine neue Arbeitswoche gefreut, weil ich einfach nicht mehr das Gefühl hatte, immer nur zu arbeiten, sondern auch zu leben. Und dadurch ist einfach so eine große Leichtigkeit entstanden. Wir wollten immer frei leben und glücklich sein. Aber in den letzten Monaten sind wir eigentlich immer im Kreis gerannt zwischen Arbeiten, Wasser auffüllen, Stellplatzwechsel und Strecke machen. Und einfach mal innezuhalten und wirklich Raum für schöne Momente zu schaffen, das fühlt sich schon viel, viel mehr nach innerem Ankommen an. Weißt du, wie du hier raus kommst? Nein, das ist ja nicht. Aber ich bin eine Räuberleiter. Ja, das kann ich machen, ja. Hoi, hoi, hoi. Ich kümmere mich mal um was, was lange überfällig ist, nämlich unser Mini-Heki mal zu putzen. Das ist so dreckig. Darum bin ich jetzt aufs Dach gestiegen. Und dann haben wir hoffentlich wieder schönen Durchblick hier. Das ist so
gar keinen Tisch und keinen Fußkoffer. Gar nichts habe ich. Mira, danke, dass du so lecker für uns gekocht hast. Du, Limette, wir brauchen wohl eine neue Sojasauce. Ja. Sojasoßen könnte man eigentlich schon in so 3 Liter Gebinden kaufen. Gibt's ja auch. Heute war ein schöner Tag. Ja, das stimmt. Was war dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis? Ja, irgendwie schon, als die 10.000 Abonnenten da auf YouTube standen, das fand ich schön. Unsere YouTube-Videos kommen ja immer zeitversetzt, das heißt, für uns ist jetzt gerade der Moment, dass heute die 10.000 geknackt wurden. Wenn das Video online kommt, ist das natürlich schon ein bisschen her, voll spannend, wie viele es dann sind. 100.000 Millionen. Ihr merkt, der Fabian ist gar nicht abgehoben wegen den 10.000. Was kostet die Welt? Ich fand's auch schön, als wir 10.000 geknackt haben. By the way, mit 10.000 Abonnenten auf YouTube verdient man etwa 1.000 Euro. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ich fand's schön, im Meer zu sein. Willst du heute noch arbeiten? Weil ich würde vielleicht noch mal eine kleine Runde Yoga machen. Dann mach du Yoga und ich schaffe noch ein bisschen was. Okay, und dann fahren wir. Ja, könntest du mir so ein alkoholfreies Bier geben? Ernst? Ja, unser Wasser ist leer. Nicht das machen. Darum trinke ich jetzt Bier. Alkoholfrei. Ja, ja. Und gekühlt. Alles ausreden. Alles ausreden. Alles ausreden. Wie geil, da freue ich mich jetzt drauf. Du willst nur ein bisschen Schleichwerbung machen. Ja. Also falls Heineken das sieht, von euch würde ich mich auch sponsern lassen. Ich freue mich jetzt auf Yoga. Eine Runde schwimmen im so Meer. So geil. So geil, ey, wirklich, so geil. Ja, heute ist das Meer viel ruhiger als gestern und richtig schön. Ja. Und jetzt dürfen wir uns schnell fertig machen. Dann habe ich noch was Besonderes heute vor, was ich der Mira zeige. Sie weiß noch gar nicht was. Nein, aber ich hoffe, es inkludiert Wasser auffüllen. Und weiter geht's. Die wilde Tour. Ich hoffe, sie wird nicht so wild heute. Danke, Parkplatz, dass wir hier 3 Nächte stehen durften. Echt ein cooler Platz. Die haben uns gesiezt. Ja. Ganz nett, oder? Da war direkt der Strand. Mülltonnen, neuer Toiletten. Timer, 18 Minuten. Geht es euch eigentlich auch so, dass sobald ihr irgendwo Palmen seht, ihr voll das Urlaubsfeeling habt? Weil mir geht's so. Mir geht's auch so. Juhu. Sonnige Füße. Ja, ultra. So ein süßer kleiner blauer ehemaliger Postwagen steht da als Camper verkleidet. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du für uns heute vorhast. Ja. Ich glaube, Hammer, ja. Ich glaube schon.
essen. Mal so. Ich kann doch noch was essen gegen 5 Mark. Wow! Einmal Pommes. Welch cool. Das ist mir schon klar. Aber hier gibt es keine Pommes, hier gibt es nur Patatas Bravas. Und die werden mit 150 Gramm Salz gemacht. Naja, aber Pommes werden ungefähr mit gleich viel Salz plus nochmal 10-mal so viel Fett gemacht. Schau, also, was ich hier in meiner Tasche gefunden habe. 5 Euro, 7 Euro, geil. Oh nein. Oh Gott, die 5 Euro fliegen weg. Okay, 7 Euro, 7,50, 8,50, 9,50. Ein Vermögen, kurz gesagt. 10,50. Ich wollte doch eigentlich nur, dass du 11,50, uns erzählst, 12,50. Wo wir jetzt sind. 13,50, 14,50, 15,50. Nichts mehr, Leute. Okay, also wir sind in einem sehr schönen kleinen Örtchen, das mir empfohlen wurde. Und da sich die Mira mehr Romantik in unserer Beziehung wünscht, dachte ich, das ist doch super romantisch, da gehe ich doch mit dir hin. Also ich glaube ja, all das Kleingeld, was du gerade in deiner Tasche gefunden hast, nützt hier nichts. Es ist einfach alles zu. Tote Hose. Ah, wobei, hier, die könnten offen haben, aber erst ab 19.30 Uhr. Was ist denn das? Thai Food. Ich glaube, in der Saison steppt hier so richtig der Bär. Es sind auch so viele Restaurants, die jetzt alle zu haben. Und ich glaube, hier geht richtig was. Und auch gerade, wo wir diese Treppe runtergegangen sind im Turm, haben wir uns gedacht, boah, in der Hauptsaison macht es bestimmt keinen Spaß. Da würden mich keine 10 Pferde hinbekommen. Aber da merkt man wieder, das ist gerade unser Motto, ein Hoch auf die Nebensaison. Wir haben tatsächlich ein Restaurant gefunden, was geöffnet war, aber haben uns dagegen entschieden, essen zu gehen, sondern gehen wieder zurück zum Jimmy. Wir haben einen vollen Kühlschrank und wir haben eine volle Vorratskiste und jetzt wird der Fabian uns was Leckeres zaubern. Ein super schönes, verträumtes Städtchen mit wunderschönen Gassen. Man kann eigentlich an jeder Ecke stehen bleiben, um Fotos zu machen und zu staunen, weil es so schön ist. Aber wie gesagt, ich glaube, außerhalb der Nebensaison, also würde mir persönlich keinen Spaß machen. Aber für so war es perfekt. Richtig schöner kleiner Ausflug heute am Feierabend. Hast du gut ausgesucht, Fabian. Der Fabian hat jetzt richtig aufgekocht. Oh yeah. Ich habe währenddessen mit meiner Oma telefoniert. Und der Fabian war hier richtig fleißig und ich freue mich. Es gibt einfach nur Kohlenhydrate. Nur Kohlenhydrate. Protein.
Und ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Gemüse. I'm ready. Wow. Das ist aber wirklich für den großen Hunger. Du hast gesagt, du hast einen großen Hunger. Das habe ich gesagt, ja. Was hast du uns denn hier gezaubert? Spaghetti mit so einer Soße aus Kokosmilch und ein paar italienischen Gewürze, Brühe, viel Zwiebeln und so ein Hummus, dass das so ein bisschen dick wird. Und ich glaube, es schmeckt ganz geil. Unsere Teller sind zu klein. Die sind absolut groß genug. Lass dir schmecken. Danke. Lecker. Das hast du ganz toll gekocht. Und ich bin damit glücklicher, als ich wahrscheinlich in dem Restaurant gewesen wäre. Das ist ja gut. Ich bin richtig stolz auf uns, dass wir unseren neuen Vorsatz des erlebnisreichen Reisens schon so gut umgesetzt haben. Und es ist auch völlig klar, dass Sightseeing oder Ausflüge nur kleine Faktoren sind, die jetzt nicht unbedingt darüber entscheiden, ob wir uns glücklich fühlen oder nicht. Weil dieses Glück können wir natürlich nur in unserem Inneren erschaffen. Aber wir können dafür sorgen, dass unsere äußeren Umstände dafür eine gute Basis liefern. Also einfach mal nach dem Feierabend durch ein Städtchen schlendern, spontan für eine Runde Yoga an den Strand gehen oder an einem schönen Ort den Sonnenaufgang zu beobachten. Die Balance, das ist es, was uns Stück für Stück näher an ein freies und glückliches Leben bringt und wo wir auch so richtig ankommen. Wir ziehen weiter, auf ins nächste Abenteuer. Hä, was geht jetzt ab? Das ist eine komische Straße. Wir ziehen weiter. Du hast von Abenteuer geredet. Wir ziehen weiter. Ja, was war das? Keine Ahnung. Versuch Nummer 3. 3. Wir ziehen weiter. Wir hatten jetzt so schöne Tage und ich finde es richtig schön, dass wir es so gut geschafft haben, unseren Vorsatz, mehr zu erleben, gleich so umzusetzen. Und es hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und weil das jetzt schon echt eine ganze Menge war, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace.